Himmels Vorgenuss. Mit diesem Wort Friedrich Hölderlins fasst der folgende Film die Ausstellungen zusammen, die in Bad Homburg und Offenbach am Main zum 250. Geburtstag des Dichters eingerichtet wurden. Hölderlins lyrische Wortgewandtheit, sein Drang nach innerer, geistiger Freiheit und seine immerwährende Suche nach Anerkennung wecken die Aufmerksamkeit von Künstlerinnen und Künstlern bis heute. Das Künstlerbuch in der Verbindung von Text und Bild kommt hier ebenso zur Geltung wie die Entbindung des Worts und sein Freisetzen zum Objekt im Raum. Das Klingschor-Museum in Offenbach und das Gotische Haus sowie die Schlosskirche in Bad Homburg boten Raum für spektakuläre Inszenierungen. Sprache wird sichtbar, Hölderlin ein sublimes, vielfältiges Fest für die Augen. Die Freunde des Klingschor-Museums gaben den Impuls zum Film und der Kulturfonds Rhein-Main sowie die Stadt Bad Homburg standen wirkungsvoll zur Seite. Hölderlin 2020 im Rhein-Main-Gebiet. Das bedeutet 60 verschiedene Veranstaltungen an 8 Orten. Sie sind Teil des bundesweiten Festprogramms zum 250. Geburtstag des Dichters Friedrich Hölderlin, das koordiniert wird vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Die beiden Städte Bad Homburg und Frankfurt sind die Kernorte des Programms, aber die Veranstaltungen finden auch an 6 weiteren Orten statt. Einer davon ist das Klingschor-Museum in Offenbach. Ich habe mich sehr gefreut, dass sein Leiter Stefan Zoltek sich gleich bereit erklärt hat, an diesem Großprojekt mitzuwirken. Denn tatsächlich ist Buchkunst zu Hölderlin ein ganz besonderes Feld. Und ich war sehr überrascht zu sehen, wie viele verschiedene Arbeiten es in diesem Segment hier zu sehen gibt. Dieses ist ein außergewöhnliches Buch. Es hat eine bedeutende Größe und eine nicht weniger bedeutende Schwere. Und gewichtig ist es auch, denn der Text ist wirklich ein zentraler Text von Friedrich Hölderlin. Und Robert Schwarz, der ein großartiger Lithograf ist, hat sich wirklich intensivst mit diesem Buch beschäftigt und es in mehreren Fassungen zum Erscheinen, zum Druck gebracht. Und wenn man sagt, Bücher sind Räume, dann ist das ein Buch, das wirklich ein Raum sein kann. Die Geschichte vom Empedokles ist eine im Raum stattfindende Gesprächsgeschichte, Situation. Und das wird in diesem Buch im Hin- und Herwenden der Blätter ausgesprochen nachvollziehbar. Ich habe diese Bücher alle nicht mehr bei mir zu Hause. Dann erinnert man sich, wenn man sie hier im Museum wieder sieht. Das ist ein schönes Buch. Ja? Ich habe gelächelt bei dieser Seite hier. Das war typisch für diese Zeit. Da habe ich noch geraucht. Das sind Kemmelbildchen, die Verpackung von Kemmelschachtel. Da hatte ich ganze Bücher kollagiert damit. Da war ich 30 Jahre alt, war in einem Stipendium in Italien und da tauchte ein Herr auf mit langen Haaren, ein typischer 68er. Und er hat nicht erzählt, wer er ist und wir haben zusammen Spaghetti gegessen
und haben uns über unsere Arbeit unterhalten. Und plötzlich stellte sich heraus, dass es der Herr Sattler war, der Herausgeber der kritischen Werkausgabe von Hölderlin. Und er hat mir dann sein neuestes Buch in der Villa Massimo hinterlegt in der Bibliothek. Und dann waren wir befreundet eine Zeit lang. Ich war damals in Italien ziemlich alleine, der Sprache nicht so ganz tollmächtig, und habe Hertling gelesen, den Hölderlin-Roman von Hertling, den ich unheimlich berührend und schön fand. Und dann kam das Zusammentreffen mit Sattler gerade obendrauf. Und für mich war dann Hölderlin plötzlich so etwas wie der typische Künstler, was er ja auch war. Und das ist eben jetzt ein Buch, was gar nicht mehr klar ist, sondern wirklich so wütend. Die Bildsprache ist genauso wütend wie auch der Text, der Inhalt des Textes. Sehen Sie, da ist so eine Seite für den Krebs, ja. Also man hat behauptet, ich würde mit Hölderlin schlafen gehen, weil neben dem Bett stapelten sich die Werkausgabe von Sattler. Lauter gefundene Sachen, wie Teebeutel, Verpackung, Post der BSF. Ja, es war schon ein Stück Identifikation für mich auch. Da war dieser Leitsatz, Schönheit ist Klarheit und Wahrheit. Und ich versuchte damals ganz konkrete Formen, wobei der Fond natürlich wild war, aber auf dem wilden Fond war dann plötzlich eine Ordnung. Und ich hatte damals ein Atelier, das war nicht geheizt, 6 Meter hoch. Und im Winter, damals waren die Winter noch wirklich kalt. Das konnte man eigentlich nicht richtig heizen. Und beim Lithografieren braucht man viel Wasser. Und das gefror dann immer während des Druckens. Und es war also eine ziemliche Quälerei. Es geht hier immer wieder um die Barbaren, die deutschen Barbaren. Ja. Das da zum Beispiel ist ein Brief, den er an seine Mutter geschrieben hat. Er musste immer nachweisen, wofür er sein Geld ausgegeben hat. Meine letzten 3 Bücher waren nochmal Hölderlin-Bücher, ja. Und zwar alles die Gedichte, die er im Turm, also kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Was kannst du das in 2 Worten sagen? Wie politisch war dein Herangehen an diese Situation Hölderlin und die Deutschen? Ich wollte damals richtig provozieren, weil erstens die Form des Buches war damals schon außergewöhnlich mit diesen ganzen Alltagsrelikten drin. Und der Text war sehr provozierend für die Zeit oder auch für mich, der ich ja 6 Jahre nach Kriegsende geboren wurde und noch ziemlich beeinflusst in diesem jungen Deutschland war. Was mir an dem Buch eben auch nochmal sehr auffällt zu deiner Kunst, ist, dass du eine enorme Fähigkeit entwickelst, in auch einem kleinen oder relativ kleinen Buchformat eine gehörige innere Monumentalität zu erzeugen. Und das macht einfach die Spannkraft aus, die dadurch entsteht, dass du eben ein malerisches Vermögen mit einbringst in das Buch und Drucktechnik, zumal Lithografie, begreifst als eine Steigerungsform der malerischen Intensivierung, der Farbsteuerung, der Kompositionsweise. Du kannst den Satzspiegel leicht überspringen mit allem, was du arbeitest, und dadurch eben eine Bewegungsintensität in das Buch hineinzubringen, die ihresgleichen sucht. Es ist ein hartes Wort und dennoch sage ich's, weil es Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoldene Lebensblut im Sande zerrinnt? Ich glaube, dass das eine Besonderheit hier ist, der Kontakt mit dem Haus, mit den Künstlern, auch mit den Besuchern, also auch die Mitglieder. Und man nennt das Haus ja sogar ein umarmendes Haus. Also insofern ist es wirklich was Besonderes. Also wir haben wirklich, glaube ich, ungewöhnlich viel Kontakt mit Künstlern.
Nee, das ist eigentlich Intuition. Ich meine, natürlich ist es, wenn man sie alle runterlässt, ist es der QR-Code. Wenn man jetzt oben eine Kamera hätte, direkt in der Mitte, hätte man den im Prinzip lesbar. Der verteilt sich wieder in die dritte Dimension, dadurch, dass er einfach hier als neues Spiel und auch als Wolkengebilde in die Höhe steigt. Ja, mit Hölderlin und den Sachen beschäftigt, weil wir wussten, dass wir zum Hölderlin-Jahr mit ziemlich vielen Dingen konfrontiert sein werden und haben uns gar nicht so leicht getan mit Hölderlin. Und es war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen es, wenn, extrem ins Moderne laufen lassen. Und das war so, das war die Idee eigentlich von der Schriftlichkeit, im extremen Sinne typografische Arbeit zu machen. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Da haben wir eine Reihe verschiedene Arbeiten geschaffen, denen der QR-Code zugrunde liegt. Wenn wir den einlesen würden, heißt dieser hier, wie Wolken um die Zeiten legt. Das ist ein Satz aus den Fragmenten von Hölderlin, aus seinen Buchstücken, aus Arbeiten aus den letzten Zeiten von ihm. Das hier ist natürlich ein ganz extremes Objekt. Das ist ein Objekt, dem man eigentlich das Buch überhaupt nicht mehr ansieht. Es ist letztendlich auch eine extrem weitgetriebene typografische Arbeit, der man eigentlich überhaupt nicht mehr ansehen kann, wo sie herkommt. Man muss es wissen, wie es dazu gekommen ist. Wobei wir denken, dass das Objekt funktioniert für sich. Es funktioniert auch alleine, vielleicht einfach nur vom Gefühl her, ohne dass man seine Geschichte kennt. Und wenn man zu zweit ist, dann geht es noch viel mehr. Ja? Dann ist ja immer dieses Hin und Her, dieses Abwägen, dieses Überprüfen von einer Geschichte zur anderen. Und man hat immer ein Regulativ. Ja? Und stimmig ist das erst, wenn beide sagen, okay, das ist es. Ja. Dann ist der Prozess abgeschlossen. Ja. Ansonsten ist es die Dialektik, nimmt ihren Lauf und irgendwann wird es was oder nicht. Es gibt auch Tage, wo dann Ergebnisse, die wir gemacht haben, in die Tonne getreten werden, ja, wo man sagt, okay, das funktioniert einfach nicht. Oder einer ist nicht damit zufrieden. Ja, so. Über hat das Holzatelier. Ich habe ganz um die Ecke, also ganz in der Nähe, mein Atelier für Bleisatz und Buchbinden und habe eine Druckmaschine da stehen. So dass wir, je nachdem, was wir gerade machen wollen, arbeiten wir in dem entsprechenden Atelier. Trotzdem freue ich mich, dass ich in dem Gesamtzusammenhang mit dabei bin, weil der Hölderlin ist mir einfach also ganz wichtig in meinem Leben. Es ist bei mir sowieso was ganz Persönliches, immer mein Zugang. Und ich selber habe eine Hütte und da habe ich das Gedicht auch gefunden, da stand das Büchlein drin von Hölderlin. Und das hat mich so berührt und dann habe ich einfach das Gedicht ausgewählt und habe das immer wieder geschrieben, weil ich irgendwie da erst mal so reinkommen wollte und durchs Schreiben komme ich dem ganz nah. Also den Hölderlin kannte ich schon von Kindheit her, weil wir hatten immer so ein kleines Büchlein vom Hyperion Verlag und das fand ich so schön als Kind. Und der Name fand ich auch so besonders, Hölderlin mit Ö. Erstens mal, Hütten gibt es ja nicht mehr, also das wird ja alles super gestylt. Also Hütte, der Begriff ist mittelalterlich oder so, aber dennoch braucht der Mensch eigentlich nur eine Hütte. Er braucht ja nur ein Dach über dem Kopf, also was braucht der Mensch? Das kommt für mich davor. Was ist das Wesentliche beim Menschen? Ist es der Geist vielleicht? Und er hat ja dann eben immer diese unheimlich schöne Bewegung zum Göttlichen. Mein Begriff eben, den ich in meinen vielen Büchern, mein Hauptbegriff oder mein Hauptthema war immer die Liebe. Thank you.
Und dann natürlich, wenn man überlegt, wer war Hölderlin, also seine Texte sind ja eher auch heute super aktuell, war ja jetzt ein bisschen Revoluzzer oder stark Revoluzzer und er wollte immer die bessere Welt. Und ich finde, das ist auch ein Aspekt oder ein Impuls, den wir heute dringend brauchen. Und dass sich jemand über Jahrzehnte, wie Robert Schwarz, mit Hölderlin beschäftigt, zeigt doch auch, dass er ganz viele Facetten hat, dieser Mensch. Der Freundeskreis ist auch die Möglichkeit, hier dieses wunderbare Haus einfach ein bisschen näher kennenzulernen, weil darüber hinaus, dass wir eben das Museum institutionell, sag ich mal, unterstützen durch solche Dinge wie den Film hier, ist es auch so, dass wir für unsere Mitglieder eigene Veranstaltungen machen. Wir haben die Möglichkeit, die Künstlerinnen und die Künstler persönlich kennenzulernen, die hier zum Beispiel ausstellen und bekommen einfach einen ganz anderen Bezug auch zu den Dingen, die hier in diesem kleinen Ort gezeigt werden. Ja, das Bigspor-Museum ist ein recht kleines, feines Museum, was zum Teil nicht so bekannt ist. Typografie und Buchkunst ist etwas, was es hier zu entdecken gibt und dazu unterstützt die Freundesvereinigung, dass wir den Ruf über Offenbach hinaus in die Welt tragen möchten und noch ganz viele Menschen damit erfreuen möchten, dass sie hierher kommen und hier die Ausstellung im Haus besuchen. Also der Freundeskreis ist lange vor uns gegründet worden, kurz nach Eröffnung des Museums. Also wir sind über 60 Jahre alt, auch als Vereinigung. Und Sinn und Zweck dieses des Fördervereins ist, das Museum zu unterstützen, aber durchaus auch eigene Ideen zu entwickeln und natürlich Freunde zu sammeln, damit wir das überhaupt leisten können. Ja, diese wunderbare Ausstellung, das Bunte, was auf einen wirkt, jetzt gerade in dieser doch sehr anstrengenden Zeit kommt man hier rein und man ist von Farben umgeben und es ist Frühling, die Sonne scheint und es tut einfach gut, hierher zu kommen und sich die Ausstellung anzugucken. Ich habe gerade schon zur Musikerin gesagt, dass ich eigentlich hier die ganze Zeit den musikalischen Aspekt von seiner Dichtung im Hinterkopf hatte, als ich diese Hängung gemacht habe. Also das, glaube ich, hätte ich so nicht wahrgenommen, wenn ich es rein gelesen hätte. Aber dadurch, dass ich eben durch den Prozess des Hängens hier im Raum eine bestimmte Bewegungsabläufe hatte, hat sich das fast wie tänzerisch angefühlt. Und ich glaube, das ist eine Dimension, die mir sonst bei Hölderlin nicht so schnell erschlossen, die ich mir nicht so schnell erschlossen hätte. Ich habe hier für die Arbeit habe ich das Gedicht Nemnosyne von Hölderlin genommen. Das Gedicht gibt es in vielen Fassungen. Drei habe ich gefunden, aber ich glaube, ich vermute, es gibt sehr viel mehr, weil letztendlich, je mehr ich mich mit Hölderlin befasse, desto mehr stelle ich fest, dass das alles nur Fragmente sind, die er hinterlassen hat. Aber das Disparate dieser verschiedenen Textteile zeigt sich eigentlich in diesem Gedicht wunderbar. Nemnosyne, die Mutter alles dessen, was erinnert werden kann. Vielleicht sogar die Mutter alles oder die Muse alles dessen, was gedacht werden kann, vorgedacht, zurückgedacht, zurückerinnert, vorerinnert. Das sind alles so Begriffe, die mich total faszinieren und deswegen bin ich bei der Nemnosyne hängen geblieben. Ich glaube, diese Aneignung des Textes von Hölderlin, die musste eben physisch vonstatten gehen und das ist der eine Prozess, ist der des quasi wie früher in Klöstern diese Texte immer und immer wieder geschrieben wurden, so habe ich diesen Text von Hölderlin auch immer und wieder geschnitten, das heißt respektive geschrieben. Und dadurch ist das so ein Einverleibungsprozess geworden, dass ich mir diesen Text eben richtig physisch einverleibt habe. Und nun habe ich ihn der Kirche auch noch einverleibt. Ich
ich befasse mich in meiner Arbeit sehr viel mit diesem Phänomen des Denkens. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass es eben Denkbewegungen gibt. Und diesen Denkbewegungen versuche ich nachzuspüren und nachzugehen. Und sie sind in der Regel, wenn sie gerade, insbesondere wenn sie poetisch sind, eben keine geradlinigen Bewegungen von links nach rechts, so wie die Zeilen in einem Buch, sondern ich befreie quasi den Text aus dieser Linearität der Zeilen und bringe ihn in eine freie Form, die für mich dem entspricht, was der Text für innere Bewegungen macht. Also ich glaube, ich versuche einfach dem Text auf die Spur zu kommen, und das ist die Spur, die er für mich im Raum hinterlässt. Also es ist ja eine der Aufgaben des Kulturfonds, Themen zu finden, die für die gesamte Region wichtig sind. Er ist nicht direkt Veranstalter, er regt aber Veranstalter zu Projekten an. Er vermittelt, wir haben viele Kontakte zu Künstlern, und da versuchen wir natürlich, möglichst perfekte Dreiecke zu schaffen, die bestehen aus einem Ort, einer Künstlerin oder einem Künstler und einem Veranstalter, der das quasi organisiert und mitträgt. Wir haben von Hölderlin eigentlich keine Zeugnisse, bis auf das, was er geschrieben und schriftlich hinterlassen hat. Und deshalb war es uns wichtig, bei dieser Ausstellung Spuren von ihm zu finden, die am ehesten noch in anderen Kunstwerken wiedergefunden werden können. 1990 hat Jürgen Wölbing, einer der bekanntesten Künstler in der Buchkunst und ein sehr versierter Drucker, ein Buch herausgebracht mit diesem sogenannten Homburger Hölderlin-Porträt. Er hat bestimmte Zustände den einzelnen Bildnissen zugeordnet und darauf verwiesen, dass es sich um alte Handschriften handelt, die dann jeweils auf einem Pergament hinzugefügt wurden, und hat dieses Buch aus Freude Hölderlin gewidmet. So muss man ganz lange erstmal sich mit der Zeit beschäftigen, in der er gelebt hat. Und diese Zeit zu verstehen, ist nicht einfach, ist aber auch auf der anderen Seite, gerade jetzt in Zeiten, wo es Umbrüche gibt, wo es Herausforderungen gibt, mit dem Alltag zu leben, wo nichts mehr so ist, wie man es gewohnt war. Genau das Spannende. Er kann zu einem Vorbild dafür sein, wie man es angehen könnte. Und nur so ein vorsichtiges Herangehen ist diese Ausstellung. Zu zeigen, wie man ihn zeigen könnte. Sie sehen hier die Ausstellung »Wohl gehe ich täglich andere Pfade«. Der Titel ist entnommen dem wunderschönen Gedicht, das Hölderlin ausgerechnet hier in Bad Homburg verfasst hat. Deshalb sind wir besonders glücklich, die Ausstellung hier zeigen zu können. Es ist eine Wanderausstellung, die zu allen Hölderlin-Städten geht.
und konzipiert wurde von der Geschäftsführerin der Hölderlin-Gesellschaft, Eva Ehrenfeld. Sodass sich ein Besucher sehr schön über die Biografie Hölderlins informieren kann, indem er eben hier diesen Rundweg geht und dann sehr gut nachverfolgen kann, was die Lebensstationen Hölderlins waren. Ja, die Sprache von Hölderlin ist einfach fantastisch. Sie hat einen ganz eigenen Klang, der einen unmittelbar inspiriert, der wunderbar, ja, mit Musik schon fast vergleichbar ist. Man muss ihn im Grunde genommen laut lesen, um dann diese schöne Klangentfaltung wahrnehmen zu können. Und ich glaube, das ist auch ein wesentliches Element, warum so viele Menschen auch noch heute von der Literatur von Hölderlin fasziniert sind. In der Weise hat das einfach kein anderer Dichter hervorgebracht. Und das macht ihn auch wirklich einzigartig.